Ja, moin moin Leute, der ist jetzt wieder da mit einer weiteren Folge Wheel of Champions. Die gute Tyra ist heute mal am Start. Tyra the Untamed, die Ungezähmte, das weiß ich, dass die so auf Deutsch heißt. 2400 HP Maschine haben wir da am Start, Level 18 bei mir. Paar nice Skins, Dragfire auf jeden Fall der niceste zusammen mit dem Direwolf. Beides, ja, weiß nicht, ob der Direwolf anzeigen kann. Direwolf kann er anzeigen, das auf jeden Fall zum Beispiel das auf jeden Fall mit dem Dragfire der niceste Skin. Dragfire auch relativ neu am Start. Dann, was haben wir denn so? Ja, drei Decks. Gucken wir uns aber erstmal kurz die ja, Skills an. Ist relativ easy. Linke Maustaste feuern, ganz normal. Rechte Maustaste, Nade Launcher, kennen wir auch alle. Die F, unser Hunter's Mark. Ja, können wir den Gegner für das ganze Team 6 Sekunden lang markieren. Plus, wir machen ein bisschen mehr Schaden auf dem Gegner. Firebomb, der einzige Skill, der Tyra gerade ein bisschen OP macht. Beziehungsweise, ja, sehr viel gepickt wird, auch wenn sie vielleicht gar nicht mal so gut ist, aber in Verbindung gleich mit Burn Monster ist die Firebomb dann doch der Skill to go. Und ja, die Crossfire, unsere Ulti, noch ein bisschen mehr Movement Speed, ein bisschen mehr schneller schießen und unendliche Munition, muss man nicht viel zu sagen. Zu den Talentkarten, Mercy Kill, das ist der Granatlauncher, bis zu 100% Bonusschaden macht, abhängig von den fehlenden HP der Gegner, also bis zu 1400 Schaden mit dem Nade Launcher. Das ist ein nicer Burst, gut, paar HP müssen beim Gegner schon fehlen. Aber ein guter Tank-Schredder-Skill ist es auf jeden Fall. Hunting Party hatten wir ja mal ein Video zu. Ja, dass jetzt auch die Mates den Bonus-Schaden bekommen, aber dann auch nicht die 15%, wie es normal ist, sondern ganze 25 Sekunden und der Cooldown ist um 2 Sekunden reduziert. Also 13 Sekunden. Burn Monster, das Talent, das alle irgendwie spielen, weil damit sie glauben, Tyra ist extrem OP. Macht sie auch stark, also eigentlich auch das stärkste Talent, wobei Mercy Kill inzwischen auch wieder öfter gespielt wird. Die Burn Monster Karte macht es so, dass unser Firebomb, unser Molly jetzt die Gegner verkrüppelt, sprich man keine Skills mehr benutzen kann, die movement-mäßig sind, also kein Fernando Dash, kein. Was haben wir denn noch alles? Kein Lex Slide, kein Eevee Blink, kein Enroxus Dash, also sowas halt. Krüppeleffekt kennt man und macht nochmal 50% mehr Schaden. Das ist natürlich gar nicht mal wenig. Also anstatt 9% dann 13,5% der maximalen HP pro Sekunde, also pro 0,6 Sekunden. Und natürlich noch der Corduroy-Effekt auf der Firebomb, ist natürlich auch nicht schlecht. Und First Blood, das war eine der ersten Legendary-Karten, die überhaupt damals von Hyrus vorgestellt wurden. 30% Lifesteal, also direkt Life-Rip 3 mit am Start. Kann man halt bis zu 60% hochböschen mit den Life-Rip-Karten an sich. Stackt ja schön hoch. Ist aber leider nicht mehr so stark. Hunting Party ist auch nicht so stark, aber macht Spaß. Von daher gehe ich auf das Hunt-Them-Down-Deck auch nicht ein. Das hatten wir ja mal in der Folge ausprobiert. Ich fand es ganz nice, hat auf jeden Fall funktioniert. Aber die beiden Main Decks sind das Burn Deck und das Cooldown Reduction Deck. Gucken wir erstmal das Burn Deck an. Ja, wie es der Name schon sagt, alles sehr Firebomb orientiert. Also nochmal 25% mehr Corduroy Effekt, sprich schon mal 75% Corduroy Effekt auf der Firebomb. Dann Firebomb Cooldown um 5 Sekunden runter mit Primal Might auf 3. Bei Eliminierung werden alle aktiven Cooldowns um 30% reduziert. Hunting Season haben wir noch drin, wenn wir unser gemarktes Ziel von dem Hunter's Mark killen, kriegen wir nochmal 200 HP wieder. Das ist eine Filler-Card, genau wie Favorite Quarry, dass die der Hunter's Mark nochmal 2 Sekunden lang erhält. Das ist halt nochmal ein bisschen mit Hunting Season harmoniert. Aber eigentlich geht es nur um Volatile, Primal Might, Napalm, Firebomb schmeißen. Auf geht's, immer on Point, immer auf die Tanks. Und dann passt das schon, dann macht man den Damage ganz automatisch. Ein bisschen anders sieht das bei dem Cooldown Reduction Deck aus. Das ist eher so. Kann man eigentlich mit allem ein bisschen spielen, weil halt Primal Might auf 5 drin ist. Und ja, da bei einer Eliminierung halt jeder Cooldown schon mal um 50% reduziert wird. Das heißt, man kann man sehr schnell alles seine Skills wieder haben. Mit Lock and Loaded haben wir nochmal 10 Kugeln mehr drin. Napalm auch hier. Hunting Season auch hier. Aber hier ist Survivalist auf 2 drin, dass wir nochmal 100 HP mehr haben. Hier geht es einfach nur darum, die Cooldowns so schnell es geht möglich nach unten zu ballern. Also spielen wir nicht hier mit Volatile oder so oder mit Ranger oder mit Bandolier, sondern spielen einfach alles auf Primal Might. Auf geht's, ab geht's. Hauptsache ein paar Eliminierungen sind dabei, damit es auch triggert. Irgendwann werde ich mir auch nochmal ein Nade Launcher Deck machen, weil ja Mercy Kill aktuell relativ stark wieder ist, weil sie den Damage Fall Off genervt haben bzw. rausgenommen haben. Man macht ja jetzt sowieso 700 Damage fix plus Mercy Kill halt Bonus Damage, weil vorher war es ja so,
Dass der Nade Launcher ein bisschen Damage Falloff hatte, hatte man nie immer die vollen 700, dann ist es natürlich mit Mercy Kill auch anders getriggert worden, beziehungsweise wurde anders hochskaliert, aber jetzt geht das alles was besser, von daher irgendwann folgt auch nochmal ein Mercy Kill Deck, aber aktuell gefällt es mir einfach nicht so sehr. Naja, das auf jeden Fall alles zu guten Tyra, springen jetzt auch in-game und dann gucken wir mal, was wir mit der guten Dame reißen können. Onslaught, Formis Rise, unsere Map, unser Modus mit der guten Tyra, Terminus haben wir noch dabei. Oh, das war ein sehr schneller Loading Screen. Ich bin mir so gar nicht sicher, was ich nehme. Ich glaube, ich wollte Mercy Kill nehmen, weil wir gucken uns die Gegner nochmal schnell an. Spielen mit Cooldown Reduction. Und ja, das habe ich leider kein Mercy Kill Deck, weil die Gegner spielen mit zwei Flankern, Sinn und Sky, zwei Damage Dealern, Gassy und Lian und einem Luminary Genos als Support. Da wird uns Burn Monster leider nicht so viel bringen. Wir könnten überlegen, ob wir dann vielleicht doch lieber auf die Hunting Party gehen. Einfach um den Mates immer anzuzeigen, wo wer ist und einfach schneller jemanden runter zu bursten. Ich glaube, so machen wir das auch. Mercy Kill ist dann auch ein bisschen besser, um die Gegner zu schrennen. Hier nochmal kurz das Loadout zum Drüberschauen. Ranger 5, Hunting Season 4, Favored Query 2, Tracker 2, Brummel Might 2. Sind wir ja gerade gar nicht so genau drauf eingegangen. Und wir nehmen auch einmal Haven mit. Ja, Mates, ich weiß, ich bin noch nicht losgelaufen. Hatet mich nicht. Was ist bei uns noch drin? Terminus, Genos, Dumba und eine Mief. Oh, das war nicht gut. Einfach reinsprayen. Ah, die Nate am besten nochmal treffen, gegebenenfalls. Er kommt hier rein, er wagt es hier reinzukommen und er wird belohnt, auch noch da reinzukommen. Frechheit spielt er, spielt der Terminus mit Crush, nein, er spielt mit Seething Rage, dass er ein bisschen schneller zuschlagen kann, finde ich nicht so geil. Ach, den. Immerhin können wir relativ oft und relativ viel marken. Ein bisschen Point Pressure. Ah, der kommt da mit minus 3 HP weg. Na was? Ist auf jeden Fall direkt wieder gemarkt. Oh. Sind wieder neu marken. Oh, er ist noch durch unser Feuer gelaufen. Sehr nice. Ult hätten wir, aber ich habe keine Ahnung, wann man hier eine gute Tyra-Ult setzt. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, wie wenig HP er noch hat. Und ich immer derjenige bin, der noch einen Hit abbekommt. Und dann irgendwer anders ihn snackt. Immerhin wird er zum Glück noch gesnackt. Das ist schon mal ganz gut. Beim Sticking ist das hier irgendwo. Nope. Ah, die Sky ist da oben. Oh, warum hebt er sie hoch? Wo ist sie denn jetzt? Oh, danke, Mief. Danke für den Heal, Genos. Das lief doch jetzt glücklicherweise doch noch irgendwie gut. Wieder hoch, ja. Der kommt auch wieder hoch. Ein Hoch auf die Vision, die wir da bekommen. Hä? Oh. Ich glaube, hier ist irgendwas mit den Servern gerade nicht richtig. High Rest. Können wir mal bitte die Server fixen? Das sieht gar nicht gut aus, was sagen die Ping. Mein Ping passt. An mir liegt's nicht. High Rest, was tut ihr da? Haben die Server sich jetzt wieder beruhigt? Wie sieht's aus? Ich glaube ja, mich können alle wieder killen. Dann scheinen die Server wieder zu laufen. Eben noch drei schon mal. Immerhin, immerhin.
Corduroy wird das nächste sein, was wir maxen werden, weil Heal haben sie ja immer in dem Team. Fuvi haben wir Vorsprung. Oh, die ging schnell da. Oh, da ist was. Ah, wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist. Glück gehabt, dass sie sich nicht verpieselt hat. Nice. Genos. Oh, High Sky. Aber die nachladen, das ist nicht so geil, aber sie hüpft weg. Könnte sein, dass sie hinter uns erscheint. Nein, sie erscheint da hinten. Ah, da bleiben wir an der Ecke hängen. Eieiei. Hängt der hoch? Nope. Vielleicht hätten wir doch Illuminate nehmen sollen. Nein, hätten wir nicht. Nicht für eine Sky. Wir könnten überlegen, irgendwann mal zu ulten. Ich weiß aber nicht wann. Ich weiß auch nicht wo. Ich weiß auch nicht wofür. Ja, für ein bisschen Damage im Idealfall. Aber... er macht so viel Schaden und jetzt verbrennt schon meinem eigenen Molotow. Das darf nicht sein. Ich vergesse immer, dass er mir auch Schaden macht. Ich vergesse es. Ich spiele nicht genug Tyra. Obwohl ihr Damage und ihre Nate ja gebufft wurde. Ich habe sie doch gemarkt gehabt. Mann, ich habe doch F gedrückt, das ist ja schon da oben. Jetzt ist sie schon wieder ganz woanders. Och nee, jetzt treffe ich sie einfach überhaupt nicht. Ah, es ist der Sinn und Lian und mein, wir haben echt kein Damage. Also ich bin ja der einzige Damage, mehr oder weniger. Gut, es ist ein Damage-Dumber, immerhin. Also Dumber auf Damage. Void Grip Genos, was jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ult! Geile Ult. Ja, geile Ult. Cassie immerhin fast gekillt. Wer hat der Terminus den die da gekillt? Ach, mit seinem rechten Klick, Maustastenklick. Du musst doch verbrennen. Warum verbrennt er nicht? Oh mein Gott. Ich habe auch das Gefühl, dass... ich weiß nicht, wo Mifi die ganze Zeit ist. Ich sehe sie zwar ab und zu mal am Killfeed, aber sie scheint mir irgendwie die Falschen zu verfolgen. Also auf eine Cassie würde ich mit einer Mifi ja nicht gehen. Ne? Ist ja mal ganz ehrlich meine Meinung. Das ist Quatsch. Schlitterwehr? Nö. Wasted Molly. Ein bisschen Damage, da ein bisschen Damage. Ja, da mal ein Kill. Da nochmal ein bisschen Poke Damage. Da haben wir den Molly einfach hingeschmissen auf gut Glück. Die nochmal Marken für die Mates. Läuft durch mein Feuer sehr nice. Sky ist on point. Help the tank. Nee. Erstmal kill the Cassie. The Sky. Und dann können wir weiterreden. 390, 377, jetzt ist gesehen. Oh, 396. Gewinnen wir das Moped hier. 397, ich mach nichts mehr. Finger sind weg von der Maus. Victory. Alter Schwede. Verdient, unverdient, ich habe keine Ahnung. Leistung von mir. Ich habe mein Bestes gegeben, sagen wir mal so. Ich glaube, alle haben ihr Bestes gegeben. Ja, was hat sie da gemacht? Gut, ja, erstmal HP regenerieren, weil auf 300 HP. Prout da jetzt rein. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Jawohl, easy triple. Ich glaube, da wäre sie gestorben jetzt. Wenn ich das richtig gesehen habe, aus meinem Augenwinkel heraus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schöner Triple Kill. Lian mehr Damage als wir. Finde ich schon mal eine Frechheit. 81.000 XP in den Battle Pass. Das ist das Wichtige jetzt erstmal.
Ja, wie sieht es sonst aus? Ja, die Quest dauert noch. Dreimal der Gegner mit Healing, Killing Blows bei den Flanks und mit Most Damage. Da hätte unser Genos oder unser Damba stehen können. Wobei beide kein Heal-Talent ausgewählt hatten. Damba ja auf Damage und Genos ja mit dem Void Grip. Ganz komisches Talent sowieso. Sinn, ja, starke Leistung, wie immer halt von einem Sinn zu erwarten ist. Und ja. Auto-Aim Lian war auch am Start. Aus unserem Team waren wir immerhin Silber in Damage. Mief hatte da 2000 Schaden mehr, ist okay, 72.000 bei der Lian. Er hat hier dieses Talent genommen, wo sie, glaube ich, alle Gegner trifft mit ihrer F. Wetten was? Müsste es sein. Müsste es sein. Müssen wir gleich mal gucken, aber müsste sein. Ja, nur mit F rumdodgen, Auto-A-Hits machen, 400 Schaden an jedem und gerade bei Genos, Damba, Mief. Ich bin dann ja, mit 2000 HP oder 2200 oder was habe ich mit Tyra, weiß ich gerade nicht. Sind wir alle nicht so HP bestückt, da musst du nur ein paar Mal die 400er Hits machen und dann stirbt doch schon alles. Von den Deaths her sind wir auch, ja, gut, mit dem Genos am wenigsten gestorben, 9-mal, die Cassie nur 4-mal und der Genos nur 5-mal, also heftig, heftig. Aber gewonnen ist gewonnen, wie auch immer, ist ja egal, Hauptsache am Ende steht da Victory, das ist das, was zählt. Und das haben wir geschafft, das freut mich. Und ich hoffe, mit euch freut es auch. Ich freue mich natürlich auch, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet, ein Like, ein Kommentar, was auch immer da lasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wheel of Champions, Road to Diamond, irgendwas anderem. Vielleicht auch Realm Royale. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja im Livestream zweimal gespielt. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Realm Royale. Müssen wir alle mal gucken, mal abwarten. Und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, bis dahin, der ist ganz draußen. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.